dich, glaube ich, sehr glücklich gemacht, oder? Ich habe mich totgelacht den ganzen Nachmittag über. Und auch wenn ich das jetzt sehe, mir laufen die Tränen runter, wenn ich den Thomas so sehe. Ich kenne den ja so gut. Und wenn man weiß, wie adrett der Mann eigentlich immer gekleidet ist. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, okay, der war jetzt im Urlaub auf Ibiza, vielleicht hat er da einen neuen Style für sich entdeckt. Ja, oder so. Die Hosen waren ja wirklich beachtlich. Ja, und dann haben die mir aber alle gesagt, das trägt man jetzt so. Ja, klar. Und ich habe mir gedacht, naja, wenn der das anzieht, dann laufe ich auch nackt auf die Bühne. Da wäre mir ja alles... ich konnte nicht mehr. Ich war so... Also, wir sind beim Thema Outfit und da wollte ich mal kurz sagen, könnt ihr mal mit anschauen, wer sieht hat den das Anzug toll aus? Nee, so cool. Mega. Ich habe diesen Anzug gesehen und habe gesagt, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ihn der Florian jetzt in seinen Kleiderschrank mitnehmen will. Ich habe mir das Ding sofort unter den Nagel gerissen. Super. Aber jetzt ist es traurige Gewissheit. Bei mir mussten sie einen Keil einnähen. Ich habe dickere Beine als du. Schau mal her, guck mal hier. Dafür mussten sie bei mir den Bund ein bisschen weitermachen. Das gleicht sich wieder aus. Ja, das haben sie bei mir lassen können. Sieht aber super aus. Können wir bitte noch mal ein Wort über diesen großartigen Schauspieler sagen? Oder der dich die ganze Zeit immer so bevorzugt behandelt hat und ihn hat er versucht klein zu reden. Er hat so großartig gemacht und ich habe wirklich Tränen gelacht es war eine ganz tolle Produktion, also das war sensationell. Und seine erste Aussage, man konnte es jetzt ein bisschen schwer verstehen, wir bleiben dran und es war so ein bisschen wirklich wie Horst Schlemmer, ne? Einer der dran bleibt, wir gehen ganz nah ran und der hat ja gesagt, also beim Umziehen gerne bin ich da dabei und da bin ich, bleib sehr dabei. Zutraulich. Ja, aber du warst ja derartig gut gelaunt, man hat sich ja überhaupt nicht irgendwie aus der Fasson bringen können. Wir hatten mich natürlich an einem guten Tag erwischt, ich kam gerade vom Urlaub, das war mein erster Arbeitstag und ich war so völlig entspannt, habe das erste Mal dieses Studio gesehen und dachte mir, der Christian Geller hat da ein Wahnsinnsstudio gebaut, aber da klappt halt eben noch nicht alles so, wie sein soll. Kann ja mal passieren. Das ist ja noch so ein bisschen am Anfang. Und ich war einfach tiefenentspannt und ich fand alles nur so schön, weil wenn ich mit dem normal beim Frühstück sitze, dann könnte der direkt, so wie er da sitzt, auf die Bühne. Ja. Weil er einfach wirklich immer adrett ist und das gelingt mir nicht immer. Und als er das da gemacht hat, war für mich der Tag gerettet. Ich habe den so noch nie gesehen in diesem Plateau. Da wollte ich, also den ganzen Tag hätte ich da drehen können. Die Enttäuschung kam dann, als du rauskamst. Das darf ich kurz sagen. Ja. Der Florian ist ein bisschen so wie ich. Der ist gern schnell fertig mit der Arbeit, um dann noch den früheren Zug oder Flieger zu nehmen. Und ich sah schon in deinem Blick die ganze Zeit, der Regisseur war ja schnell mit allem zufrieden. Ihr seid durch diese Pappwand durchgelaufen. Es war wirklich grauenvoll aus. Ja. Und jeder wusste, auch in der Post-Production kriegt man das nie im Leben hin. Der Regisseur sagte, war gut, nehmen wir und du, super, hast du perfekt, das läuft in meine Richtung. Das können die alles wegschmeißen, wird kein Video, aber ich komme heute noch nach Hause, wunderbar. Und dann haben wir bis 1 Uhr nachts, dann nach dem Dreh, dann das Video gemacht. Wie ist es denn geworden, das Video? Na schön, aber Gott sei Dank andere Klamotten. Ja. Aber es ist nicht... Ich hätte mir die Plateauschuhe beim Thomas schon gewünscht. Also die fehlen mir ein bisschen. Vielleicht kann man die am Ende noch reinschneiden. Ja, die fehlen mir. Die fehlen mir. Das waren Freunde. Aber wirklich.